Episode 2 kommt immer näher und ich freue mich jetzt ganz besonders Cyborg Nummer 2. Rolle hat er sich ausgesucht. Raoul Rellberg, du, vielen Dank, dass du beim Projekt mit dabei bist. Du, gerne, ich bedanke mich. Das auch am Drehtermin funktioniert. So wie es ausschaut, wir haben eigentlich verraten noch nicht, aber. Du kennst das Projekt, wir haben uns das länger darüber unterhalten. Was hat dich bewegt, bei so einem verrückten Projekt, was No-Budget-Produktion, mit dabei zu sein? Naja, also mehrere Beweggründe. Ja, mal Low-Budget macht immer Spaß. Ja. Und es sind meistens interessante Projekte, genau wie das ein interessantes Projekt ist, weil es halt, sicher, es ist ein bisschen verrückt, ja, aber das mag man als Schauspieler eigentlich sehr gern. Es zeigt halt einfach Sachen auf, die einfach mit unserer Wirtschaft, mit unserem System, die halt einfach alle da sind und niemand tut was dagegen. Alle akzeptieren sie irgendwie. Ja. Und das wird halt da in einer übertriebenen Art dargestellt, obwohl es in Wahrheit ja gar nicht so übertrieben ist. Es ist einfach nur grafischer, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es ist, leider gut, es ist die Welt quasi so. Und ich finde das gut, wenn man das aufzeigt. Das gehört sich so. Er hat jetzt viel verraten, aber bitte trotzdem den Film ansehen.